Wenn du dir beim letzten Karpfenangler-Video die Frage gestellt hast, ja, wie mache ich das denn jetzt praktisch, dann ist das Video genau das Richtige. Wir gehen jetzt hier Stück für Stück durch. Welches Setup? Wo finden wir Spots? Welche Futtermische verwenden wir? Wie machen wir die Montage und welche Köder verwenden wir? Die Köder in Kombination mit der Futtermische. Wie bringen wir das Futter aus? Also alles, was du wissen musst zum Karpfenangeln, ganz praktisch angewendet. Wenn du das letzte Video zum Karpfenangler noch nicht gesehen hast, ich verlinke das hier nochmal. Dort wird dir einfach nochmal Schritt für Schritt erklärt, was sind die großen Ziele, die du dir setzen musst. Wie ist der Weg vom einfachen Grundangler, also im Low-Level-Bereich vom Grundangeln? Wie kommst du dann als nächstes, als schnellstes weiter? Was musst du beachten? Und wie gesagt, ganz wichtig sind die Ziele. Also, worauf solltest du sparen? Was solltest du skillen? Und was ist wichtig, damit du schnellstmöglich zum Karpfenangler werden kannst? Ich bin jetzt hier am Bärensee und der Bärensee ist ja schon ab Level 18 zu bereisen. Jedoch gehen wir hier erst hin ab Level 20 plus, weil dann haben wir erst das passende Setup. Also erst zum Wolchow Level 20 werden, dort richtig einkaufen gehen, wie in der Tutorial-Serie beschrieben in dem Video, was kaufen ab Level 20 und dort dann mit dem Level 20 Karpfen-Setup hier zum Bärensee. Und dann geht's hier auch schon los auf Karpfen. Wie in dem letzten Video auch schon gesagt oder wie in vielen Videos auch schon beschrieben, das hier ist einer der wichtigsten Spots am Bärensee. Wir sind hier auf 55,31 und das ist eine Stelle, die seit Jahren sehr gut funktioniert. Anfangs ist es sinnvoll, einfach Spots nachzumachen. Guck in die Videos rein, guck in die auch alten Videos durchaus rein. Spots im Game reaktivieren sich immer. Also es kann durchaus sein, dass ein Spot, der monatelang nicht mehr lief, auf einmal wieder anfängt zu laufen. Also von daher auch ruhig alte Spots testen, natürlich aber auch mit anderen Ködern. Grundsätzlich zählt natürlich immer, wenn du was abguckst, Setup nachmachen, Köder nachmachen, Futter nachmachen. Und die ganzen Punkte, die gehen wir jetzt natürlich auch durch. Nächster Schritt ist dann, wie suche ich überhaupt einen Spot? Auch das gehen wir Stück für Stück durch. Das kommt dann allerdings später. Ja, wie gesagt, an dieser Stelle hier, 55,31, dort kann man sehr gut auf Karpfen angeln. Und wir bauen einfach mal hier ein Basis-Setup zusammen. Wenn wir hier jetzt, sagen wir mal, die Fortuna Karp haben. Ich habe die leider mittlerweile nicht mehr. Meine waren nach vielen, vielen Jahren komplett verschlissen. Ich musste sie leider entsorgen. Deswegen stehe ich jetzt hier gerade mit den Feederrouten. Aber wie gesagt, vom Basis hier, von der Basis hier, vom Setup her, ist das jetzt hier quasi aufgebaut wie das Original Fortuna Karp plus HSV Setup. Mit einer schönen 19 Kilo Monoschnur, 18 Kilo Vorfach, das Leadcore und dann eben hier nochmal einen 18er Vorfach geflochten. Also so kann man das sehr gut verwenden, 50 Gramm Blei. Man kann auch vielleicht ein bisschen schwerer noch reingehen, so in Richtung 70 Gramm, das ist auch noch ganz gut. Also dann hat man so ein vernünftiges Karpfen-Setup und das jetzt hier gerade auf klassischer Haarmontage, denn die klassische Haarmontage, die haben wir als erstes frei und zwar noch bevor wir dann letzten Endes Pop-Up-Rigs frei haben, was als nächstes sehr wichtig ist. Also damit fangen wir an, wenn wir frisch die Karpfenrouten freischalten, also mit 60% im Grundangeln, dann können wir schon Karpfen-Haarmontage verwenden mit Boilies, mit sinkenden Boilies und Pellets. Also das nutzen wir, bevor wir dann später Pop-Up-Rigs verwenden können. Ja, wie gerade schon gesagt, wir brauchen natürlich eine schöne Monoschnur. Warum Monoschnur? Monoschnur hat die Eigenschaft, dass sie weich ist. Sie ist aus einem Guss sozusagen. Sie ist relativ weich. Sie hat einen Dehnungseffekt, so einen Gummieffekt. Und das macht recht kampfstarke Fische, schwere Fische schneller müde. Das heißt, die gehen immer in diesen Gummieffekt rein, wenn sie sich hin und her drehen. Das federt sehr schön auch ab. Das heißt, unsere Ausschläge an der Actionbar sind nicht so massiv. Und dadurch, wie gesagt, ja, wichtigster Punkt, wird der Fisch eben schneller müde. Wenn man hier nur mit einer Kartoffel steht, ohne
dieses gesamte Rig, also ohne LED-Core und ohne jetzt nochmal ein Vorfach. Man könnte auch einfach nur mit einer Monoschnur ohne Vorfach auf Karpfen angeln, einen Haken drauf, Kartoffel drauf, rauswerfen. Absolut auch möglich. Dafür würden wir dann natürlich sowas hier verwenden wie die Inline-Montage oder die Schlaufenmontage. Und dann hat man da vielleicht noch einen Futterkorb dran und kann damit dann eben auch ganz simpel auf Karpfen angeln mit Naturködern. Hier jetzt beim fortgeschrittenen Karpfenangeln auf den Haarmontagen, wie gesagt, verwenden wir einen Einserhaken, ein Vorfach aus geflochtener Schnur. Die Herstellung, die gucken wir uns auch gleich noch eben an. Aber das ist erstmal hier Basis. Von der Länge her nicht ganz so lang rangehen. Das heißt, wir wollen ja hier, dass der Köder sozusagen und die Futtermische schön nah beieinander sind. Das heißt, wenn wir das gleich hier auswerfen, wollen wir auch nicht, dass das Vorfach sozusagen ganz lang dann noch irgendwo rumbommelt, sondern alles schön in der Nähe zusammen ist. Also wir gehen hier so mit 15 bis vielleicht 25 cm an Vorfachsmaterial, Vorfasslänge gehen wir hier rein und dann eben mit Karpfen Vorfassmaterial. Das schauen wir uns gleich an. Anfangs, wenn man nicht weiß, wie ein Spot funktioniert, das heißt, wir gehen jetzt hier an den Spot. Wir haben das vielleicht aus einem alten Video oder aus einem alten Post aus dem Discord und wir sehen, an diesem Spot liefen 1, 2, 3, 4 verschiedene Köder. Dieser Spot lief immer mit diesen 4, 5 verschiedenen Ködern. Dann testen wir anfangs einfach Aromen und zwar ohne Futtermische, ohne alles, ganz basic. Und am besten entweder nur mit einem Boilie, zum Beispiel jetzt hier Sahne. Und dann nehmen wir die ganz kleinen, also 12er Kokossahne hier oder 12er süße Sahne. Das reicht komplett. Ich gehe mal jetzt hier auf Kokossahne und nehme hier nur einen 12er Haken. Dann geht es hier zu dem Spot. In dem Fall, aus Erfahrung, wissen wir, hier stellen wir mal einen Clip ein von 17 Meter. Da kommen wir auch gleich noch zu, warum die 17 Meter ausgeworfen. Absinken lassen, schön ein bisschen auf Spannung gehen hier, so, und damit haben wir den ersten Köder draußen und testen jetzt erstmal Aromen. Genau so machen wir das mit allen drei Routen. Nächster Köder, nächste Route, eine andere Aromatik. Das heißt, nächstes Mal vielleicht hier mit Muschel reingehen oder mit Himbeer reingehen oder mit Johannisbeere. Oder mit Tintenfisch. Oder mit... Ich glaube, das sind so die wichtigsten. Was auch immer wieder geht, war Pfirsich zuletzt. Wir haben hier noch eine Route mit Pfirsich. Auch hier wechsle ich das Blei auf 70 Gramm, damit wir hier ein einheitliches Setup haben. Auch hier gehen wir mal zurück auf klassische Haarmontage. Ich glaube, ich hatte das hier auf der dritten. Genau, da habe ich das sogar schon umgebaut. Klassische Haarmontage, 70 Gramm Blei. Und hier auch nochmal mit kleineren Pellets. Allerdings, weil ich das vor ein paar Tagen schon mal getestet habe, weiß ich, Pfirsich ging ganz gut. Hier habe ich jetzt eine Kombination. Wir können ja verschiedene Köder kombinieren. Hier habe ich eben die Kombination aus Pellets und Boilies. Und verwende jetzt hier einmal die Pellets in klein auch noch, 14er. Und hier gibt es dann nochmal eine besondere Variante. Und zwar Boilies Soluble, auflösend. Das heißt, die wirken nochmal richtig, richtig gut. Wenn man, gerade wenn man keine Futtermische verwendet, gerne auch, wenn es die gibt, die sind nicht so häufig in allen Aromen, aber wenn es die gibt, gerne auch verwenden als Soluble. Die Auflösenden haben nochmal eine bessere Lockwirkung. Und auch diese Boilies immer gerne verwenden, wenn wir Boilies schreddern für eine Futtermische später mal. Dann sind die Auflösenden nochmal wirkungsvoller. Also, so ist das Ganze jetzt hier gerade zusammengebaut. Alles hier auf Pfirsich, 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 Pfirsich mit einem Pfirsich-Dip. Und auch hier das Ganze einfach mal rauswerfen auf 17 Meter. So, zack und raus damit. Und jetzt geht es ja, wie gesagt, erstmal darum, dass wir hier Aromen testen. Und ich glaube, ich nehme mal hier das dritte Setup. Und beim dritten Setup haben wir jetzt hier Pop-Up Rigs. Pop-Up Rigs, einfach von der Basis her, es ist alles immer gleich. Also das ist hier die Karpfenmontage, die wichtigste sozusagen. Aber dann
gehen wir eben hier rein, dass wir dann eben mit Pop-Up-Rigs verschiedene Kombinationen wieder machen können. Zum Testen, wenn du später, also mit über 60% im Grundangeln, wenn du dann schon Pop-Up-Rigs frei hast, zum Testen lohnt sich am ehesten diese Kombination hier. Zwei kleine Maiskörner. Ich baue das mal eben rein und dann klicken wir hier drauf und sehen eine Vielzahl von Aromen. Verschiedene Maiskörner. Und das ist super spannend, weil damit können wir ganz simpel mit ganz kleinem Köder testen, ob ein Spot oder ob die Fische an einem Spot Lust haben auf diese Aromatik. Das ist das Praktische eben hier auch an den Pop-Up-Rigs. Wir nehmen später zum Testen einfach nur noch diese Maiskörner, einfach mal reinschmeißen, hier zum Beispiel auf Lachs oder auf Maulbeere, einfach Stück für Stück durchgehen und dann einfach gucken, worauf reagieren die Fische. Und da auf die Aromatik, die funktioniert, jetzt zum Beispiel hier die Krabbe. Wenn die Krabbe funktioniert, bauen wir unser gesamtes Setup und alle drei Routen um auf Krabbe, bauen dementsprechend auch schon mal etwas größere Boilies als Köder mit ein. Die Futtermische wird abgestimmt komplett auf Krabbe und dann lüpft so ein Spot auf einmal auch und wir können richtig gut Karpfen angeln. Was ist überhaupt ein Spot? Das ist ja immer die große Frage. Wir haben ja hier Wasserflächen. Und hier stehen wir und jetzt sagt der, wirf auf 17 Meter. Aber warum? Was ist denn überhaupt ein Spot? Und das gucken wir uns mal an. Und wie kann man denn etwas besser zeigen als mit Paint? Also pretty simple. Einfach mal rein hier in die Optik. Also wir stehen hier als Angelmännchen, stehen wir hier am Wasser und angeln. Schön mit der Rute in der Hand. Jawohl. Und haben wir hier dann den Prügel in der Hand und wir haben hier die schön die Rute so und werfen hier aus. Zack. Und haben den Köder jetzt hier an der Stelle. Wir haben mal die schönen Boilies. So, ist das nicht herrlich? Also, wir haben ausgeworfen hier auf die 17 Meter. Warum sagt er denn jetzt hier 17 Meter? Weil es im Game verschiedene Untergründe gibt. Hier unten in dem Bereich, gerade jetzt hier an der Stelle, befinden sich bis hier ungefähr circa 15 Meter Untergründe, die grasig sind, grüne Untergründe. Und nicht alle Fische mögen grasige und grüne Untergründe. Amure können das schon mal richtig mögen und die grasen dann gerne, also die Graskarpfen, die Amure, sind schon mal gerne in diesem Bereich. Aber die normalen Karpfen sind vielleicht eher beim lehmigen und schlammigen Untergrund oder bei Muschelbänken anzufinden. Und dementsprechend wollen wir eben jetzt gerade hier auf die 17 Meter werfen. Und bei den 17 Metern haben wir, wie gesagt, einen schlammigen Untergrund oder einen lehmigen Untergrund. Und so haben wir dann auch unser LED-Core zusammengebaut. Wir haben das LED-Core da dran. Wir haben ein schlammfarbenes Blei da dran. Und dementsprechend liegt dann unser Setup so im schlammigen Bereich. Das ist halt wichtig. Also das hier oder hier an der Stelle, dieser Spot sozusagen, ist schlammig. Wenn wir uns den Spot jetzt von oben angucken, also das ist jetzt hier gerade die Wasserkante. Hier vorne steht noch der Baum, hier ist das Schilf und das Grünzeug und das hier ist jetzt, hier stehen wir quasi am Land und hier vorne vor uns ist jetzt Wasser. Und Spots sind auf der gesamten Wasserfläche. Das heißt, wenn wir hier jetzt den Bereich als Wasser sehen, können wir sagen, auf der gesamten Oberfläche sind überall Spots. Dicht an dicht. Überall sind Spots. Komplett. Wie das genau aussieht, keine Ahnung. Wie das so aussieht, wo die Spots sind, wie groß die Spots sind, ob die rund sind, ob die eckig sind, ob die rautenförmig sind, sternförmig,
Es gibt keine Information von RF4 dazu. Aber die Informationen sind, wir haben die Wasseroberfläche. Also wir stehen hier und auf dieser gesamten Wasseroberfläche sind überall Spots verteilt. Und jetzt müssen wir natürlich, wenn wir hier auswerfen, also wir nehmen hier mal wieder unsere grüne Schnur, wir stehen hier mit der Angel, werfen jetzt mit der grünen Schnur 17 Meter weit aus und landen jetzt hier, können wir ranzoomen, tatsächlich, wir landen jetzt hier in diesem Spot. Nennen wir ihn mal Spot Nummer 1. Dann nehmen wir die nächste Route und werfen aus. Machen wir sie mal mit der orangenen Schnur. Und landen auf einmal hier. Und dann nehmen wir nochmal eine blaue Schnur. Und landen hier oben. Das heißt, wir haben Spot 1. Wir haben Spot 2. Und wir haben Spot 3. So. Erster, zweiter, dritter Spot. Und jetzt haben wir die gleichen Köder. Und die gleichen Köder in drei verschiedenen Spots haben unterschiedliche Wirkung. In einem Spot haben wir verschiedene Populationen von Fischen. Wir haben zum Beispiel Karauschen hier drin. Wir haben natürlich hier auch Karpfen drin. Und wir haben auch bestimmt noch andere Fische drin, Schleien, Amure und so weiter und so weiter. Und jede dieser Fischarten, zack, 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 zack und so weiter. Und diese ganzen Fischarten sind in verschiedenen Prozenten sozusagen in so einem Spot drin. Also sie sind da, wir wissen aber nicht wie viele. Und jetzt heißt es, wir testen, welche Vorliebe hat ein Fisch. Welche Vorliebe? Wir wollen nicht die Vorliebe rausfinden von der ollen Karausche. Wir wollen die Vorliebe rausfinden von den Karpfen. Worauf haben die Karpfen Bock? Welche Aromatik? Und die Karpfen haben immer unterschiedliche Gelüste. Sie haben mal bei Sonnenschein vielleicht eher Lust auf würzige Aromen oder bei Regen vielleicht eher Lust auf fruchtige Aromen. Und dementsprechend müssen wir immer suchen, wie ist gerade die Laune der Fische, was sind die Vorlieben, und das testen wir mit dem ersten Köder. Also, wenn wir anfangs die ersten Köder rauswerfen, testen wir erstmal Aromen. Wenn wir die dann raus haben, worauf die Fische Bock haben und worauf die richtig Lust haben, dann bauen wir Futtermischebällchen. Da kommen wir dann gleich natürlich noch zu. Und dann nehmen wir die Futtermischebällchen mit den passenden Aromen, worauf die Karpfen gerade Bock haben. Und die werfen wir dann rein an diesen Spot. Und dann ändert sich der Spot. Und zwar beeinflussen wir durch das Futter den Spot. Und wenn vorher der Karpfen so ein Viertel vielleicht von dem Spot beinhaltet hat, also ein Viertel der Fische an dem Spot waren Karpfen, dann macht das Futter jetzt auf einmal, dass vielleicht die Hälfte des gesamten Spots Karpfen sind. Und die Population der anderen Fische nimmt natürlich dementsprechend ab. So lange, bis dann die Fische hier, die Karpfen, alle weggeangelt worden sind. Es kann schon mal sein, dass ein Spot dann nach circa einer Stunde auch schon mal leer gefischt ist. Je nachdem, wie gut und wie gut deine Futtermische ist, wie viele Fische du rausgezogen hast. Wenn das passiert, wenn du also da stehst und der Spot ist nach ungefähr einer Stunde einfach mal leer oder nach anderthalb Stunden leer, dann sind diese Spots, diese Population einfach weg. Und dann müssen wir circa zwei Stunden warten. Also, da ist es auch egal, was du machst, ob du einen ausloggst oder nicht. Das ist vom Server sozusagen. Der Fisch ist an dieser Stelle nicht mehr vorrätig für dich. Und wenn du dann woanders hingehst, das heißt, du gehst einfach vielleicht mal 10 Meter weiter oder du suchst dir einen der anderen Spots, dann läuft es da natürlich auch weiter. Da hilft auch kein Relog oder sowas. Der Spot ist dann quasi leer mit den gewünschten Fischen. Das betrifft natürlich jetzt jeden dieser Spots. Das heißt, jeder
dieser drei Spots, die wir jetzt hier zum Beispiel haben, hat diese Eigenschaften. Wenn wir hier an der Stelle zum Beispiel stehen und wir hätten alle drei Routen, alle drei Köder mit einem Schnurclip, jetzt hier in dem Fall von 17 Metern, alle im Spot 1 liegen, können wir natürlich mit allen drei Routen und der gleichen Futtermische und gleichen Kombination hier erfolgreich den gesamten Spot leerfischen. Das geht dann ratzfatz. Wenn wir dann, wie gesagt, ein bisschen weiter werfen, landen wir im nächsten Spot. Oder, weil wir ja nicht wissen, wie die Aufteilung ist auf der Wasseroberfläche, wir werfen automatisch immer zwei oder drei Spots an. Das Schöne ist, wenn wir Futtermische auswerfen auf die Spots, haben wir einen Wirkradius der Futtermische. Ich mache das mal jetzt hier in lila, das ist jetzt hier die Futtermische. Wir haben einen Radius von 2,5 Meter. Das ist die Wirkung der Futtermischebällchen. Egal, ob als Bällchen mit der Futterrakete oder mit dem PVA reingeschmissen. Das ist der Wirkungsbereich und der wirkt auf 2,5 Meter. Das heißt, wir haben eine recht große Wirkung, wahrscheinlich über mehrere Spots hinaus. Keiner weiß, wie gesagt, also wir wissen es als Angler nicht, wie groß die Spots wirklich sind. Vielleicht sind sie auch viel größer, aber das zählt, wie gesagt, von der Theorie her zählt das genauso. Wir beangeln quasi möglicherweise mehrere Spots gleichzeitig und die Populationen der Spots sind eben, wie gesagt, immer auch mal unterschiedlich. An diesem Setup sehen wir es hier nochmal ganz gut. Also wir haben hier diesen schlammigen und lehmigen Untergrund. Wir testen das auch gleich nochmal mit der passenden Route. Und wir haben eben hier passend das Leadcore, also das Blei, das Bleikernvorfach. Das liegt schön auf dem Grund. Und unser Blei und dann eben hier, wie gesagt, das Vorfach. Farbe vom Vorfach ist egal. Material vom Vorfach ist wichtig. Und das gucken wir uns jetzt als nächstes an. Wir drücken N, gehen in die Vorfächer rein und wir brauchen natürlich, wir sind hier am Fiedern, am Grundangeln und wir brauchen natürlich fürs Karpfenangeln die Grund- oder diese Fiederrouten-Vorfächer. Und hier dann, wie gesagt, vielleicht nicht ganz so kurz, das ist jetzt hier nur 10 cm kurz, das ist schon ein bisschen sehr knapp mit 10 cm. Ich würde sagen so zwischen 15 20, 25 cm, das ist eigentlich immer eine ganz gute Länge fürs Karpfenangeln. Nehmen wir jetzt hier einfach mal 20 cm. Wir benötigen natürlich auch die Kombizange, also die Kombizange zum Herstellen von Vorfächern. Am besten auch am Wolchow einkaufen das Ding. Und zusätzlich benötigen wir dann Karpfenvorfachsmaterial. Wir können natürlich auch aus allen anderen Materialien die Vorfächer herstellen. Riesenvorteil beim Karpfenvorfachsmaterial. Die Schnur ist sehr weich. Es ist eine dünne, geflochtene Schnur. Also sie ist sehr die Tragfähigkeit ist hoch. Trotzdem ist sie sehr dünn, liegt schön flach auf dem Grund und bietet halt nicht so viel Widerstand, wenn der Karpfen vorsichtig mit seinen Lippen rumsucht, wo denn was zu essen ist, stößt er da nicht gegen so eine steife Fluorocarbon-Schnur. Da geht es jetzt nicht um die Optik, also die Schnur muss jetzt nicht besonders transparent sein. Das ist dem Karpfen eher wurscht, der sucht ja eh im Schlamm, da ist nicht viel mit gucken. Aber vorsichtig ist der mit seinen Lippen, weil er da schön den Untergrund absucht. Und dementsprechend brauchen wir eben jetzt hier eine Schnur, die passend ist. Wir sehen hier verschiedene Tragfähigkeiten und wir gehen mal hier auf die 18 Kilo. Und jetzt haben wir hier sogar zwei verschiedene Varianten. Einmal die schwarze Braid Dark und Red Camo. Ich nehme mal die Red Camo, weil die sogar noch ein bisschen dünner ist. Also Red Camo und jetzt haben wir hier 18,1 und brauchen dazu natürlich auch zusätzlich nochmal ein Wirbel hier, so ein Karabiner. Den müssen wir auch noch dran machen. Mal eben gucken. 20, 20, 20, 28, dass wir was Passendes haben, was nicht zu weit drüber ist. Das müssen wir ja nicht haben. Drunter wollen wir auch nicht. Die 100 Gramm nehmen wir mit. Also wir nehmen hier einfach mal 20er Karabiner, 20 Kilo Tragfähigkeit zu 18 Kilo und stellen das dann her. Da haben wir doch das Ganze. So, also geflochtene Schnur 18,1, 2 und 3. Jawohl, jetzt habe ich hier drei Stück davon
Und die kann ich dann auch, hoppala, na guck, der Pfirsich geht wieder. Und die kann ich dann auch gleich schön verwenden. Den ziehen wir mal eben ran hier. Kleiner Fisch. Jawohl. So, ja, der wiegt jetzt nicht wirklich viel. Aber hier können wir dann zum Beispiel sagen, okay, für dieses Setup wählen wir jetzt hier unten, man sieht es sofort, 20 cm, 18,1. Na guck, ich hatte hier sogar noch welche. Aber das sind jetzt hier gerade die frischen. Und die verwenden wir natürlich jetzt so. Und dann natürlich auch immer darauf achten, ne? Wenn der Verschleiß höher wird, irgendwann auch mal austauschen. Genauso eben auch hier beim LED-Core. Mehr Verschleiß, hier haben wir 2%, 2,6% Verschleiß. Das zählt auf allen Artikeln. Wenn wir hier Verschleiß haben, geht das von der Tragfähigkeit runter. Mit diesem wilden Gerät testen wir den Untergrund an dem Spot, wo wir stehen. Das heißt, wir wollen jetzt wissen, was ist das denn für ein Untergrund? Und sagen, jawohl, in der Spotbeschreibung oder Alden hat gesagt, hier auf 17 Meter soll was sein. Also gehen wir mal so auf 19 Meter und dann werfen wir mal locker aus. Zack, sind im Clip. Lassen jetzt hier das Blei schön absinken auf dem Grund. Einholgeschwindigkeit gehen wir mal so runter auf 15 bis 17 ungefähr. Und dann kurbeln wir langsam ein. Und dann, guck mal da, passiert die Magie. Bodenstruktur, lehmiger Untergrund. Und schon wieder. Und schon wieder. Und immer noch. Und wir kurbeln immer noch. Immer noch. Und auf einmal, pflanzlicher Untergrund. Pflanzlicher Untergrund. Alles pflanzlicher Untergrund. Daher weiß man, was das an dem Spot für ein Untergrund ist. Deswegen kann man sagen, hier an der Stelle auf 17 Meter Entfernung verwenden wir ein braunes Blei, Schlammfarben, Braun oder Clay, ein braunes LED-Core und dementsprechend werfen wir dann auf 17 Meter aus, weil da an der Stelle ist dieser schlammige, lehmige Untergrund, den die Karpfen so mögen. Da wollen wir hinwerfen. Das ist das Wichtige. Genauso wissen wir zum Beispiel hier oben, dass auf 21 Meter ungefähr hier wie so eine Banane liegt eine Muschelbank. Auch da können wir dann wieder mit anderen Aromen rangehen. Also das weiß man durch diese Route. Die Fortuna Markerroute. Also eine Markerroute mit einem solchen Blei, was quasi den Untergrund abtastet. Also so verwenden wir die Markerroute. Ganz simpel, wie gesagt, auswerfen, auch wenn es eben ein Spot ist, auf 35 Meter Entfernung oder weiter, dann kann man das einfach so testen und den Untergrund eben hier in diesen Bereichen ausprobieren und absuchen. Ich verwende hier auch eine relativ simple Schnur, absolut verschlissen auch schon. Das Ding hat nicht viel Ansprüche, auch die Rolle ist jetzt nicht so besonders. Also irgendwas Altes, das reicht hier. Ich habe 200 Meter Schnur drauf, verwende ich schon seit Jahren so. Und da braucht man auch nichts Besonderes. Es gibt auch verschiedene noch im Shop, verschiedene von diesen Markerrouten. Ich hatte jetzt einfach diese hier genommen. Das reicht auch gänzlich. Tragfähigkeit und sowas, das ist alles nicht weiter relevant. Also das kann man wahrscheinlich auch alles mit den anderen Markerrouten noch machen. Jetzt haben wir hier schon 4 Routen beim Karpfenangeln stehen. Und er holt jetzt hier auch noch direkt die 5. Route raus. So, das heißt, wir angeln hier auf Karpfen mit 5 verschiedenen Routen. Und mit der 5. Route kommen wir zum Futter. Also, Karpfenfutter. Wir hatten jetzt gerade die ersten Ergebnisse auf diesem Setup hier. Also, auf Pfirsich, würzige Boilies, Pfirsich. Also, scheint hier gerade Pfirsich zu funktionieren. Wir können fürs Karpfenangeln selbstverständlich auch ganz normale Karpfen-Original-Futtermische verwenden. Gar kein Problem. Also Graskarpfen-Futtermische für Amure und später oder dann die Karpfen-Futtermische einfach für Karpfen. Kann man verwenden, absolut solide und auch das in Kombination ist auch gar nicht verkehrt. Das heißt, wenn du unsicher bist, wie man eine Futtermische herstellt, so stellst du eine Futtermische her. Und das machen wir jetzt mal mit Pfirsich-Kombination. Also wir kombinieren Original-Standard plus die Köder, die wir gerade verwenden.
Dafür gehen wir hier oben rein in die Futtermische und wir verwenden das, was wir gerade hatten. Wir hatten hier die Erbse, wir haben die Fliegenmade drauf gehabt und wir hatten das Maiskorn. Tippen wir mal oben ein, Mais. So, also das ist jetzt quasi original. Unten als Aroma war noch die Vanille und hier unten den Bereich, den machen wir jetzt so, wie es für unsere Köder, die Köder, die wir gerade getestet haben, die ja funktionieren, auch ohne Futtermische, die machen wir jetzt hier rein. Und zwar Pfirsich. Jetzt wollen wir hier Pfirsich. Und dazu gibt es dann eben verschiedene Möglichkeiten. Boilies schreddern, gucken wir uns auch gleich noch an. Ansonsten gibt es eben hier Feed Pellets. Und diese Feed Pellets auch in verschiedenen Größen. Je kleiner die Partikel, umso eher geht man auf kleine und auf Massenfische. Wenn sie größer werden, die Partikel, oder bis hierhin zum 12er, dann versuchen wir mit diesen großen Partikeln große Fische anzulocken. Jetzt in diesem Fall, einfach erstmal um ein bisschen auf Masse zu gehen, machen wir mal hier die 8er. Machen wir mal so die Mitte. Ein 8er schön rein. Und wenn wir dann irgendwann mal auf Trophies gehen mit deutlich größeren Boilies, dann nehmen wir die großen Feed Pellets hier, die 12er. Aber hier nehmen wir mal die 8er. Genau, einmal mit rein und als nächstes schreddern wir nochmal einen Boilie. Um die Boilies zu schreddern, brauchen wir natürlich hier einen Grinder. Und das Schöne ist hier, die Grinder, ja, auch den kauft man sich dann am Wolchow, aber die Grinder produzieren auch nochmal Aromen, die man sonst manchmal auch nicht kaufen kann. Das heißt, wir haben hier die Möglichkeit, einfach Boilies, die wir gerade verwenden, reinzuschmeißen in den Grinder. Und dann läuft das. Gucken wir gerade mal eben rein hier nach Pfirsich. Und hier empfiehlt es sich, einfach aus Kostengründen, immer die kleinste Größe zu nehmen. Denn wir kaufen zum Beispiel jetzt hier von der Variante Pfirsich und Kräuter. Hier gibt es drei Varianten, 15, 20 und 25. Die anderen hier sind Pop-Up, die verwenden wir nicht. Pop-Up hat keine zusätzliche Wirkung. Also verwenden wir einfach die normalen Grundboilies sozusagen. Und hier sehen wir, wie gesagt, 15, 20, 25. Die 15er bekommen wir für den gleichen Preis, aber in mehr. Also wir bekommen mehr Boilies für das Geld. Und weil beim Zerkleinern im Grinder, weil da nur die Anzahl zählt, also wir brauchen 25 Boilies, das ist schon ziemlich teuer. Also deswegen nehmen wir natürlich dann die kleinsten hier. Und weil wir ja gerade schon gelernt haben, hatte ich ja gerade schon gesagt, Soluble hat eine zusätzliche Wirkung. Deswegen verwenden wir hier jetzt heute mal die Auflösenden. Also, zack. Das heißt, wir haben jetzt die gleich mit drin in der Futtermische. Das lohnt sich zusätzlich nochmal. Jawohl, da haben wir jetzt hier so ein kleines Tablett mit den Geschredderten. Und das kommt jetzt hier auch noch in die Futtermische mit rein. Und das finden wir dann unter dem gleichen Namen würziger Pfirsich 16 Soluble gemahlen. Und das nehmen wir dann und dann haben wir hier nochmal eine schöne Komponente. Grundsätzlich muss man sagen, dass solche Komponenten, solche Partikel doch schon eher relativ groß sind. Also wir unterscheiden bei der Futtermische zwischen kleinen Partikeln und großen Partikeln. Das ist auch wichtig gleich später für die Futterrakete. Da gibt es auch verschiedene Varianten. Und das hier ist schon ein etwas größerer Partikel. Also wenn wir sowas hier verwenden wollen, geht es tendenziell auch schon eher um größere Fische. Wenn du sagst, okay, ich will gar nicht so die größeren Fische, dann kann man hier auch einfach nochmal eine Basis nehmen. Also auch das ist absolut möglich. Entweder nimmt man nochmal eine andere Variante von diesen Feed Pellets mit rein oder man nimmt einfach nochmal sowas, was man eh schon mit drin hat. Zum Beispiel Erbse. Das heißt, hier könnten wir einfach auf Erbse gehen und nehmen hier einfach die Erbse auch als Aroma nochmal mit rein, als Lockstoff und dann läuft das. Oder Mais nochmal extra. Zusätzlich hier jetzt dann als Dip sozusagen, als Soße, nehmen wir natürlich auch nochmal Karamellpfirsich haben wir hier. Also süßlichen Karamellpfirsich. Wir sind hier komplett in Richtung Pfirsich und so kann die Futtermische dann auch schon los. Wir benennen sie natürlich auch noch und dann schreibe ich immer noch gerne das Gewässer dran. Dann weiß ich auch, wo ich das oder für welchen Einsatz ich das gerne hatte und dann stellen wir das Ganze hier einmal her.
Zack, jawohl, weil ich ja Skillpunkte investiert hatte, wie schon in dem letzten Video gesagt, Skillpunkte investiert. Deswegen habe ich hier jetzt eine Futtermische in der Qualität 10 von 10. Meistens wird 9 von 10 hergestellt, selten wird 10 von 10 hergestellt, aber es passiert eben auch mal. So, und jetzt mit der Futtermische, die haben wir jetzt. Wir drücken I, gucken mal eben nach der Karpfenpfirsich. So, da ist sie, Karpfenpfirsich Bärensee. Und die benutzen wir jetzt. Und jetzt kommen wir zum nächsten Punkt. Auswerfen. Jetzt wollen wir das rausbringen, das Futter. Und wir werfen, wenn wir gut genährt sind. Das heißt, wir haben ordentlich was gegessen. Wir haben richtig Energie. Also unser Energy Bar, Moment, unsere Energiebalken hier, der ist richtig schön aufgeladen. Dann werfen wir ungefähr 20 Meter weit aus. Genau an der Wasserkante stehen wir jetzt hier und wollen 17 Meter raus. Und wenn wir jetzt hier maximal auswerfen, landen wir auf ungefähr 20 Meter. Also gehen wir einfach ein paar Schritte nach hinten. So, zack, werfen hier aus. Vielleicht merkt man sich auch die Spiegelung im Wasser, wo ungefähr sind die Köder eingeschlagen. Und werfen dann hier aus und füttern das erste Mal, wenn wir da sind und wir wissen, die Aromatik funktioniert, werfen wir vielleicht erstmal 10 Bällchen rein. 10 Bällchen von der Futtermische, die pro Bällchen 10 Gramm wiegt. Zusätzlich sehen wir hier in dieser Übersicht, in diesem Informationsfeld an der Futtermische auch die Wirkdauer. Also die wirkt 17 Stunden lang, diese Futtermische. Und dementsprechend können wir auch schon ungefähr einschätzen, wann wir ungefähr wieder nachfüttern können. Wenn wir hier jetzt die ersten 10 Bällchen reingeworfen haben, dann, wie gesagt, läuft das Ganze hier. Der Spot ist aktiv. Ich mache es gerne so, wenn ich auf Karpfen angel, dass ich so gegen 16 Uhr zum Spot gehe, dass ich dann schon mal ein bisschen teste, die Aromen teste und dass man dann eben auch noch genug Zeit hat, damit man rechtzeitig auch noch Futtermische auswirft. Also damit man zum Abend hin, wo die Fische dann recht aktiv sind, Abendstunden, Morgenstunden, dass man dann immer schön am Spot schon ist und dann schon weiß, okay, welche Köder mögen die Fische. Man testet das dann eben in dieser aktiven Zeit und nicht in der Mittagszeit, wo die vielleicht ein bisschen müde sind oder wo vielleicht weniger beißt oder in der Nacht, wo eben auch weniger los ist. Wenn man da an einem Spot steht und da geht nichts, kann das halt mehrere Gründe haben. Vielleicht wollen sie Fische einfach gerade auch nicht. Aber wie gesagt, wenn man gegen 16 Uhr da ist, dann das Futter auswirft und man weiß, okay, gegen Abend wird's dann richtig, geht's dann richtig los, dann kann man nach 12 Stunden auch schon mal, ich mache das meist so gegen morgens um 4, nochmal 3-4 Bällchen reinwerfen oder dann mit der Futterrakete noch einmal auswerfen oder mit dem PVA vielleicht nochmal 2-mal PVA reinwerfen, damit der Spot für die Morgenstunden dann nochmal richtig schön aktiviert wird. Wenn du jetzt die Karpfenruten hast und du hast einen Spot, der weit draußen ist. Sagen wir mal 35 Meter ist eine Stelle oder ist eine Entfernung, die halt gerne funktioniert. Wie bekommst du das Futter so weit raus, wenn du noch keine 100% hast im Karpfenangeln? Das gucken wir uns natürlich an. Hatte ich auch schon in dem letzten Video kurz erwähnt. Und wir machen das jetzt hier einfach mal ganz praktisch. Das heißt, wir haben jetzt hier unsere beiden Ruten. Die haben wir jetzt, sagen wir mal, draußen auf Pfirsich. Und wir bauen jetzt hier ein Setup aus. Nehmen wir mal die Schlaufenmontage und das Blei wechseln wir. Und nehmen hier einen Futterkorb. Und dann tun wir hier unser Karpfenpfirsich. Da ist er, der Karpfenpfirsich. Das tun wir hier rein. Und jetzt haben wir hier einen Futterkorb, der 2 Portionen rauswirft. Und können jetzt hier auf den Clip, jetzt gehen wir einfach auf den Clip von 35 Meter. So, wir wollen da hinten neben die Kante, neben die Schilfkante werfen. So, nochmal schnell eine Kartoffel dran und dann klappt das auch. Werfen jetzt schön weit aus mit dem Clip. Zack, ich glaube, ich kann sogar noch weiter aufladen. Und kommen jetzt damit eben wie mit so einer Futterrakete oder wie mit PVA genau an die Stelle, wo wir hinwollen. Also direkt nochmal auswerfen, bisschen weiter aufladen vielleicht. Zack, da geht es genau in den Clip. Wir sind genau an der Kante, da hinten an der Schilfkante.
Jetzt haben wir 5-mal dorthin ausgeworfen. Wir haben also 10-mal Futtermischer an dem Ort und können jetzt dieses Setup wieder umbauen auf die klassische Haarmontage oder auf Pop-Up-Rig und haben dann eben die Möglichkeit hier mit diesen Aromen, wir sind ja gerade mit dem Pfirsich unterwegs, dass wir dann eben hier auf Pfirsich auf 35 Meter genau da hinten an der Stelle, zack, raus damit, an dem Futterbereich quasi auch angeln können und das ohne PVA, ohne eine Futterrakete zu kaufen extra, einfach mit dem, was wir haben. Denn wir können ja auch die Karpfenruten umrüsten auf Schlaufenmontage. Das heißt, wir müssen nicht extra Fiederruten dafür haben oder du nimmst noch eine alte Fiederrute, wobei da passt das meist von der Tragfähigkeit nicht. Aber grundsätzlich können wir das auch mit den Karpfenruten einfach machen. Dann eben die dritte Rute schnell wieder umbauen auf Karpfen und raus damit. Bei den Futterraketen, wenn du dir so eine irgendwann mal leisten möchtest, die Futterraketen an sich können wir auch auf Karpfenruten verwenden. Das heißt, du hast eine Fortuna Carp eh schon, baue sie doch einfach um auf Futterrakete. Und dann verwendest du einfach die Futterrakete. Gerade haben wir einfach die Karpfenrute umgebaut auf Schlaufenmontage zum Beispiel oder Inline-Montage oder Paternostermontage oder Grundmontage und nehmen dann den Futterkorb. Jetzt bauen wir die Karpfenrute um auf Futterrakete und verwenden die dann. Und so, also das hier wäre jetzt eine extra Rute, also die Percy Spot Rod, eine Spot-Rute, mit der wir extra eben die Futterraketen hier verwenden. Ist ein bisschen Luxus, braucht man aber nicht zwingend verwenden. Und hier gibt es dann verschiedene Varianten. Also, hier haben wir die, ich baue die mal eben ab. So, dann sehen wir das. Wir haben hier 2 Varianten sozusagen. Und zwar haben wir hier einmal 5 Portionen und 10 Portionen. Und wir haben hier unterschiedliche Versionen der Rakete. Bei der Spot-Rakete ist es so, dass sie natürlich sehr offen ist. Das heißt, wir werfen aus und das Futter, gerade eben auch kleinpartikeliges Futter, verteilt sich relativ schnell und ein bisschen weiträumiger. Ich meine, letzten Endes haben wir 2,5 Meter Radius, aber man hat eben schon so eine schöne Futtersäule auch im Wasser. Man hat eben die ganze Zeit schön viel Futter an dem Spot. Wahrscheinlich auch sehr sinnvoll für Match-Rutenangler, für Karpfenangler auf Pose. Also auch absolut eine Möglichkeit, das zu verwenden. Da, wie gesagt, ein bisschen darauf achten, dass man eher kleine Partikel verwendet. Wenn wir dann große Partikel verwenden wollen, nehmen wir hier die Spomb-Rakete. Bei der Spomb-Rakete ist es so, dass die eben beim Auftreffen, also auf der Oberfläche, man kann auswerfen und direkt wieder einkurbeln bei beiden Varianten. Sobald das auftrifft, geht das natürlich auch auf das Teil und es verteilt sich das Futter. Es ist aber so ein bisschen kompakter und diese Art Rakete lohnt sich eben für große Partikel. Das heißt, wir nehmen vielleicht mal einen Boilie mit rein, vielleicht mal einen 10er Boilie komplett oder wir schreddern halt die Partikel, die Boilies oder wir nehmen eben die großen 12er Feed Pellets. Also sowas ist dann, wie gesagt, hier für große Partikel gedacht, die sich halt nicht so sehr verteilen, sondern dann eher ein bisschen gezielter auch am Köder liegen. Auch sehr praktisch, diese Form ist natürlich auch von den Flugeigenschaften noch ein bisschen angenehmer. Also ich verwende meist diese Version, da wir ja auch beim Karpfenangeln ziemlich gezielt immer nur einen Spot dann beangeln. Und ja, wenn ich dann mal mit der Match unterwegs bin, dann wechsle ich gerne auch mal hier drauf. Oder wenn ich so ein bisschen auf Masse gehen will, mit ganz viel kleinen Partikeln und einfach vielleicht nur mit einem Maiskorn als Köder, schön auf Masse, dann lohnt es sich eben auch hier mal mit der Spot-Rakete auch zwischendurch mal anzufüttern. Auch wenn man tatsächlich PVA draußen hat mit großen Partikeln, kann man dann mit der Futterrakete auch mal so eine Staubwolke sozusagen auch nochmal extra reingeben. Bei all dem Futter aber nicht vergessen, dass wir auch überfüttern können. Wir haben jetzt den Spot befüttert. Das heißt, wir haben jetzt hier schön Futtermische reingeschmissen. Entweder, wie gesagt, mit dem Futterkorb oder mit dem PVA, egal wie.
Nehmen wir hier mal noch das PVA vielleicht mit dran. Das kann ja auch sein, dass wir hier so ein PVA-Netz einfach in Kombination haben. Aber egal wie, wir haben jetzt den Spot befüttert. Und wenn wir jetzt gucken, dass ein Spot, wir sagen mal hier oben, das ist jetzt hier der Kreis auf der Wasseroberfläche. Und das bezieht sich natürlich komplett auf diese Area. Das hier ist jetzt, sagen wir mal, Spot Nummer 1. Also, der Spot ist jetzt angefüttert. Wir haben entweder mit PVA das angefüttert, wir haben das mit dem Futter gemacht oder mit der Futterrakete beworfen und der Spot ist aktiv. Das heißt, wir haben für den Start 10 Bällchen hier drin. Die 10 Bällchen haben eine Wirkdauer von in dem Fall jetzt gerade 17 Stunden. Das variiert je nach Partikel und Zusammenstellung der Futtermische auch schon mal. 17 Stunden, machen wir mal H, 17 Stunden Wirkdauer der Futtermische. Wenn wir jetzt die ganze Zeit neues Futter reinwerfen, immer mehr Futter, dann haben wir irgendwann 20 drin und irgendwann haben wir 30 Futtermischen drin. Dann ist der Spot irgendwann voll und zwar voll mit Futter. Und die Fische gehen nicht mehr an den Köder, weil sie ja genug Futter haben. Also zwischen 10 und 20 Mal Futtermische innerhalb von so einer Stunde ungefähr, eine Stunde Real Life, ist nicht so problematisch. Das wird bei den meisten Spots funktionieren. Wenn wir in Richtung 30 Futtermischen gehen, dann wird es langsam eng. Die Frage ist immer, was ist in der Futtermische drin? Haben wir eine Futtermische mit kleinen Partikeln, also mit verschiedenen Partikeln, die allerdings klein sind, können wir von diesen kleinen Partikeln tendenziell mehr Futter reinbringen, bevor der gesamte Spot voll ist. Große Partikel in einer Futtermische überfüttern einen Spot deutlich schneller. Das heißt, wir haben hier zwei Variationen. Wenn wir die kleinen Partikel nehmen, können wir das gerne machen für Masse. Wir können auch auf längere Zeit einfach angeln. Wenn wir große Partikel nehmen, deutlich vorsichtiger sein bei den großen Partikeln in einem Spot, denn dann haben wir den Spot ratzfatz überfüttert und der Spot ist für die nächsten 2 Stunden tot. In der Zwischenzeit hatte gerade noch ein Karpfen gebissen. Das blende ich jetzt nochmal an. Hier geht es nochmal um das Drillverhalten. Also, wie drillt man einen Karpfen richtig, dass es eben auch schonend ist und dass der Karpfen eben auch nicht ausschlitzt. Und hier haben wir schon den ersten Biss. Na guck, auf Pfirsich. Und wir gucken hier natürlich, dass wir den jetzt hier schön langsam reinkurbeln. Also so ein bisschen in den Blank reinziehen. Die Rute kann ruhig krumm sein. Wir kurbeln einfach ohne Shift, einfach langsam kurbeln und gehen auch von der Bremse nicht ganz so hoch. Jetzt gerade diese Bewegung, der Fisch hat nochmal richtig ein bisschen eskaliert. Es war die Bremse direkt offen. Das heißt, es hat klack, 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 klack gemacht, damit der Fisch eben, wenn er so eskaliert, nicht direkt die Boilies aus dem Mund rausreißt und den Haken. Und jetzt keschern wir natürlich. Rechte Maustaste so ein bisschen klicken, klick, 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 klick. Und dann ist er drin. Warum machen wir das? Damit der Fisch bzw. ja, der Fisch natürlich nicht abreißt. Der Fisch bleibt die ganze Zeit im Wasser drin. Und wir ziehen ihn langsam ran an den Kescher, damit auch der Verschleiß auf dem gesamten Setup nicht so groß ist. Denn wenn wir hier die Fische schön aus dem Wasser rausziehen und so halb durch die Luft werfen, dann haben wir natürlich mächtigen Verschleiß hier auf dem Blank. Und den Blank können wir nicht mehr reparieren. Wenn der Blank durch ist, ist die Rute durch und wir müssen uns eine neue Karpfenrute kaufen. Also vorsichtig reingehen, schonend reingehen, den Fisch im Wasser immer schön lassen, langsam ranziehen, Kescher verwenden, gerade wenn es eben ein Fisch ist, der ein bisschen schwerer ist. Bei dem Starter-Set oder bei diesem Karpfen-Start-Set mit der Fortuna Carp und der HSV, ich sag mal die kleineren Fische mit 2-3 Kilo, da kann man das vielleicht mal so machen. Aber bei 5 Kilo plus in Richtung 10 Kilo Fische, die halt auch wirklich schon ein bisschen den Drill machen und benötigen, auf jeden Fall keschern, denn das belastet unser Setup sonst zu sehr. Ja, das war jetzt nochmal wahnsinnig viel Information, auch jede Menge Arbeit. Wenn dir das Ganze gefallen hat und geholfen hat, Daumen da lassen, Kanal abonnieren, das unterstützt mich wahnsinnig, hilft mega. Und dann sehen wir uns in einem der nächsten Videos, im Idealfall auch bald auf Koi-Karpfen und dann
wird es nochmal spannend. Neue Fische, vielleicht auch neue Angelarten, neue Köder vielleicht. Ich freue mich drauf aufs Karpfenangeln, auf die Kois und natürlich auch aufs normale Karpfen, ob es am Bärensee ist, am Bernsteinsee. Petri Ömels, wir sehen uns im nächsten Video oder im nächsten Livestream, montags, mittwochs und freitags immer ab 19 Uhr live auf YouTube und live auf Twitch. Bis dahin.